Sie recht herzlich. Vor Ihnen stehen, glaube ich, so mehr als 30 Jahre Lkw-Produktion und Lkw-Erfahrung. Ein bisschen Diesel im Blut, kommen auch aus Hockenheim, das ist eh die Rennstrecke. Ansonsten mache ich das jetzt, wie gesagt, schon eine Weile. Ich habe in dem Werk schon sehr viele Tätigkeiten getan. Planung, Instandhaltung, Automatisierungstechnik und momentan in der Endmontage. Das sind unsere tollen Produkte. Aber das ist das Werk an sich, 2,8 Millionen Quadratmeter oder 402 Fußballfelder, davon 600.000 Quadratmeter Produktionsfläche, in der Spitze 113.000 Lkw, 11.500 Mitarbeiter und davon rund 5.400 in der Produktion. Wir produzieren 50 Jahre diese Lkws jetzt schon. Aktuell bin ich leider in der Montage der Lkws, 3 Montagebänder, 58 Stationen, inklusive den Vormontagebereichen. Es sind dort 2000 Mitarbeiter in 45 Meistereien bei mir angesiedelt. Und wir hauen dann in einem 7-Minuten- oder 7,5-Minuten-Takt an den 3 Bändern so 400 Lkws am Tag raus. Ist eigentlich eine ganz stolze Leistung. Da sind wir auch recht zufrieden mit. Das ist unsere Lean-Geschichte, auch schon relativ lang. Begonnen hat es 1994 mit dem Mercedes-Benz Erfolgsprogramm. Auch da war ich schon da. Und wie Sie sehen, immer wieder ein neues Programm. Die Titel haben sich etwas geändert, die Inhalte leicht angepasst. Die Erfolge waren wirklich gut. Wir haben tolle Leuchtturmerfolge, wir haben tolle Rationalisierung und Effizienzeffekte hier realisiert. Aber ich bin ehrlich, was mich persönlich immer so gestört hat, ist so mit Nachhaltigkeit war es nicht so weit her. Sie sehen, wenn man dann aufgehört habt und wenn die Sau aus dem Dorf raus war, dann ist das Ganze wieder abgeflacht. Dann haben wir ähnlich, wie das auch andere hier schon erwähnt haben, mit Workshops in der Zwischenzeit versucht, das Ganze am Leben zu halten. Aber letztendlich Nachhaltigkeit, die Menschen erreicht haben wir nicht. Und ich muss sagen, es war schon immer so eine Vision von mir zu sagen, ich muss doch irgendwann mal dahin kommen, dass ich mit den Menschen den Prozess hier verbessern kann und dass die mitarbeiten und dass wir gemeinsam so einen positiven Geist bekommen. So diese lernfähige Organisation oder lernende Organisation, lernfähig ist sie, das haben wir 15 Jahre lang gemerkt. Sie lernt nämlich, das Projekt geht vorbei, ich bin immer noch da und dann sehen wir mal weiter, wenn das nächste kommt. Und deswegen war es hier die Grundsatzfrage, wie erreicht man die Leute, wie schaffe ich es, dass die sich engagieren und dass sie an dem Ganzen mitarbeiten. Also jeder, jeden Tag. Ich will Sie jetzt nicht langweilen oder Ihnen erklären, wie Kader funktioniert. Das haben vor mir schon viele viel besser gemacht. Das eine ist aber heute Morgen auch schon ein paar Mal angeklungen, was bei uns ganz klar der erste Schritt war. Wir haben diesen Mann am, oder Menschenmitarbeiter am Prozess eingeführt, den Prozessunterstützer. Den habe ich separat über Effizienzprogramme finanziert und habe somit einen Mitarbeiter neben dem Meister am Prozess, der wirklich 8 Stunden am Tag die ganze Schicht am Prozess arbeitet. Es geht los mit den Cycle-Checks, mit dem Thema SAP, standardisiertes Arbeiten, geht los an den Q-Toren, was haben wir für systematische Fehler heute, um eventuell Problemlöseprozesse anzustoßen und natürlich sieht er auch die kleinen Verbesserungen. Dann haben wir darauf aufgebaut, zusammen mit dem Bernd Mittelhuber und mit LPPG, eben die Aufbau der Führungsverantwortung durch das tägliche Coaching. Da ist uns zugute gekommen, oder wir sind eigentlich schon 3-4 Jahre dabei, uns zu überlegen, die Schlüsselfunktion einer funktionierenden Produktion ist der Meister vor Ort. Das ist die entscheidende Führungskraft, die die Motivation oder die Demotivation in die Mannschaft bringt. Und was müssen wir in der Führungssituation für den Meister, für die Zukunft etablieren? Und da kommt man meines Erachtens automatisch auch an dem Baustein Coaching oder Kata-Coaching vorbei. Deswegen eben dann dieser Schritt zusammen mit unseren externen Partnern. Und jetzt sind wir dabei, so langsam aber sicher die Management-Routine einzuführen. Da komme ich nochmal vorbei in meinem Erfahrungsbericht. Was hat es mit mir zu tun? Wenn die Jungs das gut machen, ist doch alles in Ordnung.
dann bin ich stolz drauf, aber das brauche ich doch nicht selbst zu machen. Also das ist so genau das Spannungsfeld, in dem man sich selbst befindet. Und die Komfortzone ist ja, das zu beobachten, aber doch bitte nicht selbst machen. Da kommt man ja sehr schnell in die Angstzone. Und da werde ich auch noch ein bisschen drüber berichten. Und dann haben wir eben den Weg gewählt. Und zwar will ich Ihnen berichten, wir haben bei mir in der Endmontage einen Bottom-up-Prozess gewählt. Mein Kollege, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite im Pfarrhaus-Inneneinbau, den klassischen Top-Down, wie Sie ihn heute schon mehrfach gehört haben. Und ich will Ihnen mal sagen, wie es uns mit den beiden Prozessen geht und ob wir schon das Patentrezept haben oder auch nicht. Ja, jetzt komme ich vielleicht ins Spiel. Ja, mein Name ist Bernd Mittluber, hallo. Ich hatte damals den Peter kennengelernt und Peter ist jetzt schon auch innerhalb mit dieser Kata-Systematik ja auch schon von Anfang an vertraut. Du kennst den Mike, du hast das sehr schnell aufgenommen. Jetzt ist er Montageleiter und jetzt hat er sich überlegt, wie wir das den ganzen mal einführen. Und dann hatte ich gesagt, ja, ist doch ganz klar, Peter, du bist da die Führungskraft, ne, von zigtausend Leuten. Ja, du musst jetzt erstmal die Verbesserungskata lernen, weil du hast keinen blassen Schimmer, einen Prozess zu verbessern. Also ganz klassisches Vorgehen. Und hat auch genickt und sofort mit dem Kopf anschließend geschüttelt. Sagt er, nee, mach ich nicht. Ja. Ich sag, nee, Entschuldigung. Hab manchmal meinen eigenen Kopf. Manchmal, ja. Nee, Entschuldigung, das ist wichtig. Du musst erstmal die Verbesserungskarte können, damit du dann anschließend die Coaching-Karte kannst und dann als Second Coach. Das ist sehr wichtig, dass man das kann. Und dann hat Peter gesagt, nee, du hast mich nicht verstanden, ich kann das nicht machen. Und tatsächlich, der Grund war so ein bisschen dahinter, seine Montage, so die Mitarbeiter waren sehr allergisch gegenüber Programme, gegenüber neuen Namen, also Kata oder Routinen oder sowas. Die waren einfach sehr gesättigt und ich glaube, da hatte dann Peter genau den richtigen Weg gefunden. Wenn wir, also das muss man sich mal überlegen, ne? Wir nehmen einen Abteilungsleiter und würden ihn runter an einen Prozess bringen und er soll jetzt dort einen Prozess verbessern. Ich glaube, das wäre in der Situation wirklich so. Da kommen wir ja noch drauf. Ja, also. Das hätte überhaupt nicht geklappt. Und insofern war dann vielleicht sogar die richtige Entscheidung, nämlich tatsächlich erstmal wirklich unten anzufangen. Ja, also ohne die Top-Ebene, nicht von oben runter, sondern eben tatsächlich mal unten anfangen. Haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach, wir experimentieren einfach das auch. Lass mal gucken, wie wir da, welche Erfahrungen wir sammeln. Und so sind wir dann da vorgegangen in dieser Abteilung. Also hier dieser PU, hier der Meister. Also da hatten wir eine Coachy-Coach-Beziehung. Und das war so die erste Phase, die dann dort funktioniert hat. Und ich muss Ihnen sagen, also ein paar Nachteile, glaube ich, haben wir heute Morgen schon gehört. Ne? Das Top-Management ist nicht dabei, da wirst du ja drauf eingehen noch. Aber es hat eben auch ein paar Vorteile gehabt. Und das möchte jetzt in der nächsten Folie dann einfach mal offengelegt werden. Ja, also vielleicht gerade noch so ein paar Ergänzungen zu dem Thema. Sie haben gesehen, 15 Jahre Lean und das heißt ja nicht, dass da auch sehr viel Rationalisierung umgesetzt wurde. Und gerade in unseren Leuchtturmprojekten, so um 2010 herum, haben wir schon ordentlich da auch Leute rausgeholt. Das heißt, es war schon ein bisschen verbrannte Erde da und wieder ein Projekt und noch ein Projekt. Und ich habe einfach gespürt, diese Sau, die da am Dorfrand steht, wenn ich die jetzt auf die Mannschaft loslasse, dann treiben die wieder aus dem Dorf raus. Habe aber sehr wohl gewusst, es gibt Menschen bei mir in der Organisation, die sind sehr wohl Meister, Prozessunterstützer, die sowieso, weil es war eine neue Organisation oder eine neue Stelle in der Organisation, die waren natürlich top motiviert, weil die waren ja vorher Werker und jetzt waren sie Prozessverbesserer. Mit der Methodenschulung haben wir alles gemacht, auch entsprechend die dort etabliert. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt durchaus ein Klientel, was da aufnahmefähig ist und wo wir das dann probieren können. Ich habe sehr viel Wert gelegt mit LPBG und mit dem Bernd Mittelhuber, das extern, der Alex Hein war auch anderthalb Jahre bei uns jetzt, das zu begleiten, damit es nicht ausufert. Also ich wollte ja nicht eine Charta neu erfinden, wollte mich nicht total verabschieden von dem, wie es eigentlich funktionieren sollte, aber habe gesagt, das ist eigentlich der Weg, wie er funktionieren kann. Es ist ja letztendlich der Experimentier- und klassische KVP-Ansatz. Wir probieren das mal aus. Und man kommt automatisch an den kleinen Dingen vorbei. Für mich war so ein Expertenprojekt oder ein Leuchtturmprojekt immer so der Hubschrauber, der ist gelandet mit den externen Experten. Die haben dann ihr Wissen eingebracht und dann ist er wieder weggeflogen und hat den aufgewirbelten Staub zurückgelassen. Sprich, die kleinen Dinge, die nicht umgesetzt wurden. Das ist ja klar, da haben wir das so gemacht und Standardbegehung und drei Mann raus und dann
Montagedreieck. Es funktioniert aber in der Komplexität des Alltags nicht so ganz, wie man sich das vorstellt. Und da hat dann wirklich, das waren die ersten Pflänzchen der Motivation und des Erfolges, dass die kleinen Dinge, die alle so liegen geblieben sind, die sind jetzt vom Prozessunterstützer und von den Meistern und Coaches angegangen worden, zu sagen, ja, wir haben den Zielzustand. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, gar nicht so einfach, den zu definieren, vor allem lösungsfrei. Aber wir haben es probiert und haben dann die ersten Erfahrungen gemacht und haben da auch recht erfolgreich uns durchgehangelt. Wie Sie es hier nochmal sehen, tägliche Coaching-Gespräch, bottom-up, geschult von außen, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was ist so die große Stolperfalle? Ja, ich selbst bin mir im Weg gestanden. Sagen wir mal, ich war, wie gesagt, nicht voll in den Prozess integriert, habe eine gewisse Erfahrung, habe aus der Erfahrung Methodenwissen, aus dem Methodenwissen heraus weiß ich dann die Lösung und dann kann man ja die Lösung einfach umsetzen. Was braucht man da noch? Kata. Oder die Kata kann man auch umfunktionieren und kann dann sagen, wenn die Kennzahlen stimmen, dann machen wir das mal jetzt bis morgen so und bis übermorgen so und dann kommen wir schon zum Ziel. Also man ist dann sehr schnell bei der Frage, auch bei meinen Mitarbeitern gewesen, die nicht unten am Prozess gearbeitet haben, ja, sind wir wirklich da, wo wir hinwollen und brauchen wir das überhaupt? Das Management steuert weiterhin nach dem klassischen Ergebnisorientierung, hat auch die Zielerreichung. Was braucht man da noch? Kata. Und uns hat irgendwo, und da sind wir heute noch dran, die Übersetzungsmatrix in der Logik gefehlt, so das Hoshinkanri von den übergeordneten betriebswirtschaftlichen oder auch Effizienzzielen dann runterzukommen auf einen lösungsfreien Zielzustand. Wenn man so weit weg ist, kann man natürlich auch keine Vorbildfunktion so übernehmen, wie das notwendig ist oder notwendig wäre. Und man bewegt sich nicht in einer Lernzone, sondern man hat das Problem und dann findet man die Lösung. Es ist eine Aneinanderreihung von To-Do-Schritten und ich glaube, der Herr Aulinger oder der Rode haben es heute Morgen erwähnt, wir haben unsere Geburtstagspartys organisiert, das können wir ja. Ne? Der eine hat die Einladung geschrieben, dann machen wir da eine Maßnahme, dann machen wir da eine Kadermaßnahme und dort. Ich stelle das jetzt sehr schwarz-weiß dar, um Ihnen einfach aber auch klar zu machen, wo sind denn so die Unterschiede. Das eine ist der Erfolg an der Basis und das andere ist aber bei unserer Bottom-up-Methode, das Management ist noch in ihrem Wolkenkuckucksheim und hat noch nicht verstanden, ich persönlich hatte nicht verstanden so recht, worum es geht, musste dann irgendwann zugeben, dass der Bernd Mittelhuber eventuell recht hatte und das war natürlich der schwerste Schritt in dem ganzen Prozess. Wenn man in so einer großen Firma unterwegs ist natürlich, einige kommen aus einer großen Firma, dann hat man ja tatsächlich eben die Chance, dass man eine relativ gleiche, ähnliche Abteilung gleich nebenan hat. Und die beiden Abteilungsleiter sind auch noch sehr eng befreundet und sitzen nebeneinander. Und da gibt es jetzt eine andere Abteilung und die kam jetzt ungefähr ein halbes Jahr später ans Laufen. Und da hatte sich der Abteilungsleiter dann genau andersrum entschieden. Er sagte, ich möchte jetzt eben klassisch einfach top-down das Ganze einführen und das ist hier ein bisschen dargestellt, also top-down, ja, das Management oben, das ist grün, die Stufe 1, lernt zuerst die Verbesserungscharta, also einen Prozess mal ordentlich zu verbessern. Bevor Sie in der nächsten Stufe 1 raufrutschen, werden zum Coach, ziehen sich jetzt die Meisterebene rein, das ist dann in der Stufe 2 dargestellt, führen das dann einmal durch, bevor Sie dann wiederum eins höher rutschen und dann schlussendlich diesen PU, diesen Prozessunterstützer reinziehen, der Prozessunterstützer verbessert den Prozess, der Meister coacht den Prozessunterstützer und die Führungskräfte sind entsprechend die Second Coach. Also hier hatten wir jetzt die Chance eigentlich in einem Werk mit zwei Abteilungen so unterschiedlich vorzuschreiten und auch hier gab es wieder Vor- und Nachteile. Also ganz klar, der große Vorteil war hier, die Führungskräfte sind die Vorreiter, die Vorbildfunktion ist gegeben. Es war ganz klar ein ganz anderes Commitment wie bei meinen Teamleitern. Achtung, Teamleiter sind bei uns die unter dem Abteilungsleiter, nicht die Prozessunterstützer. Da gibt es namentliche Unterschiede. Insofern, diese Vorbildrolle ist ganz klar unabdingbar und wichtig. Die eigene Lernerfahrung ist Voraussetzung für die erfolgreiche Übernahme des Prozesses. Und dann, da
krebsen wir alle heute noch dran rum. Ein lösungsfreier Zustand oder Zielzustand für einen Manager ist für uns heute noch der Wahnsinn. Ich sage wieder, jetzt habe ich wieder einen. Er sagt, nee, das ist eine Lösung. Und wir sagen, okay, ja, wieder weit gefehlt, üben wir nochmal. Aber es wird auch immer besser und so langsam kriegen wir das hin. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Und man bekommt auch ein Gefühl für Ausfall von Prozessen. Was passiert denn als erstes, wenn Sie so einen Meister oder so eine Organisation das geben? Die haben ein Problem, das haben sie seit 5 Jahren, ich glaube, einer hat es heute Morgen auch schon erwähnt. Und dann geht man mal da dran, aber vielleicht mit den falschen Methoden oder mit der falschen Zielsetzung, in welcher Zeit ist denn das umsetzbar? Ja, haben wir ja gleich gesagt, haben wir ja schon mehrfach gemacht, auch mit Kata können wir das Problem wieder nicht lösen. Wir brauchen ja die Instandhalter, wir brauchen die Planer, ohne die können wir ja alles nichts machen. Und bei uns war so ein bisschen die Gefahr, dass dieser Parkplatz der Hindernisse der Parkplatz dessen war, warum muss ich nicht weitermachen? Weil hier sind ja nur Hindernisse, Chef. Da kann ich doch überhaupt nicht weitermachen, das bringt doch gar nichts. Und wir sollten uns ein neues Kata-Projekt suchen und das jetzt erstmal auf Eis legen. Und da muss man dann sagen, das sind auch so die Erkenntnisse, wenn das dann der Chef selber probiert hat, dann hat er ja auch den Ehrgeiz, fertig zu werden. Und dann merkt er mal, was ist denn eigentlich jetzt der richtige Prozess für Kata. Heißt im Umkehrschluss auch, bei uns gibt es immer noch Workshops, bei uns gibt es immer noch kleinere oder größere Projekte. Ein Nebeneinander ist wichtig und richtig, aber Kata erreicht eben die Menschen und die Probleme des Einzelnen an der Schraube und an dem Teil, was er montiert. So, die Führungskräfte sollen somit eine ausgeprägte Coaching-Fähigkeit entwickeln, lernen den Zielzustand zu definieren und lernen auch lösungsfrei zu führen. Und die Kata ist, das merkt man halt auch gleich, dann keine Sache von ein paar Monaten. Und die große Gefahr, die man im Moment in der Nachbarabteilung merkt, da ist ja unten noch nichts angekommen. Die sind ja immer noch am Experimentieren auf der Meisterebene. Ich habe den Vorteil, bei mir sind schon in 2 Teams jetzt sehr viele Dinge auf der Arbeitsebene angekommen und da gibt es eben ein Für und ein Wider. Man kann aber beides über eine Coaching-Logik, so wie es auch der Herr Aulinger beschrieben hat, mit so einem Führungsteam dann auch tun. Was auch ganz interessant ist, ich habe mich ja jetzt darauf eingelassen und seit 1. November bin ich jetzt auch am Band mit meinen Sicherheitsschuhen. Ich habe auch schon Blasen gehabt dann, weil ich da musste ich ja plötzlich nicht nur morgens beim Shopfloor da draußen rumlaufen, sondern der ganze Tag stand ich da 8 Stunden mit den Dingern rum. Ich habe mir jetzt andere besorgt. Sehen nicht so gut aus, sind aber bequemer. Und da ist ein gewisses Misstrauen. Es war dann vor Ort sehr interessant, ein junger Mitarbeiter wirklich. Man hat gemerkt, der weiß in dem, bin jetzt zuständig für die Optimierung vom Lenkgetriebeeinbau. Das ist mein Projekt, weil da haben wir sehr viele Varianten, sehr viele Wegezeiten, sehr viel Verschwendung. Brauchen dazu manchmal 2 Mitarbeiter, manchmal einen. Dann habe ich versucht, ein Spaghetti-Diagramm zu machen. Der ist nur rumgelaufen. Dann habe ich mir irgendwann überlegt, also das, was der da macht, das braucht er eigentlich nicht für den Prozess. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der das nur macht, weil es der Chef da ist, dass der nicht denkt, ich habe nichts zu tun. Also man muss da sagen, dieser Chef-Effekt, den darf man nicht so ganz unterschätzen, aber das legt sich nach 3 Tagen und dann ist es so, dass man wie selbstverständlich, oder die Frage, warum waren sie gestern nicht da? Ne? Also es legt sich dann schon. Die zeitliche Umsetzung der Kata-Philosophie dauert dann natürlich sehr lange, hatte man schon gesagt. Und dann ist es natürlich schön, ich muss das ja in meinen Tagesablauf integrieren. Ich habe eigentlich ein Zeitfenster, aber es gibt ja auch immer gute Gründe, warum das jetzt heute gerade nicht klappt. Und man hat ja dann auch den Vorteil, dass man sagt, also heute geht es jetzt nicht, weil, und das machen wir dann morgen. Und morgen sagen wir dann, vielleicht machen wir es auch übermorgen, aber dann, das wird schon irgendwie klappen. Also man merkt genau, was man eigentlich von den Mitarbeitern verlangt, dass die jeden Tag da 1,5 Stunden aufopfern, weil die haben ja weniger zu tun, eher wir. Und vor allen Dingen unter nicht so viel Freiheiten, wie wir Manager oder Führungskräfte die haben. Und auch noch so ein Effekt ist, dann habe ich mal eine Idee gehabt, dass eine Vormontagevorrichtung versetzt werden könnte mit 4 Schrauben. Das geht bei mir von mittags um 5 bis zum nächsten Morgen um 7. Chef hat gesagt, die Vorrichtung muss darüber und dann wird es umgebaut. Der Prozessunterstützer tut sich da etwas schwerer, weil da haben ja dann die Instandhalter oder die Planer andere Prioritäten. Auch das ist so ein Effekt, wo man sagen muss, wenn man alles gleich wichtig macht, funktioniert es nicht. Man muss es eben vom Zeitraum so anpassen, dass es einigermaßen funktioniert. Also auch hier gibt es Stolperfallen. Was ist denn jetzt so die Zusammenfassung?
Ich würde ganz einfach sagen, das ist heute Morgen auch schon mal angeklungen, es ist irgendwo, wo die Führungskultur, die sich dadurch verändern sollte oder verändern wird. Und ich sage immer, die Kultur ist, wie sie ist. Aber so, wie ich mich in der Kultur bewege, so wird sie sich verändern. Also wenn ich selbst die Kultur verändere durch mein eigenes Vorbild, mein eigenes Tun, dann wird sie sich langsam verändern. Ansonsten tut sich an der Kultur nichts, wenn ich mich nicht als erstes selbst verändere. Ich habe dieses Vorbildfunktion und da komme ich nicht umhin. Und somit ist eben Kulturwandel somit das tägliche Erleben dessen, des gewünschten Verhaltens, wie es hier steht. Das Werkzeug ist Führung und Dialog und heute Morgen ist auch schon angeklungen. Ein Chef oder der Coach sollte halt erstmal zuhören, bevor er redet. Das waren, glaube ich, so 8 Regeln. Rausgehen mit dem Fuß, dann gucken und vor allem zuhören. Also so beim klassischen Führungsgespräch mit mir war am Anfang so 80% Redezeit bei mir und 20% beim Mitarbeiter. Passt nicht so ganz. Also auch hier sollte man dran arbeiten. Es geht nur über die Qualifizierung und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, jetzt die Nachhaltigkeit umzusetzen. Wir haben am Montag jetzt noch eine Sitzung, da geht es um Rohbau und Lackierung. Wird die erste spannende Frage sein, warum brauchen wir Kader? Wir haben doch Roboter, mit denen können wir kein Coaching-Gespräch führen. Aber auch dort sind Mitarbeiter und Prozesse. Unsere Führung steht dahinter, wir werden es tun. Es ist jetzt auch in unserem 2-jährigen Strategiepapier für die Operations-Einheit im Werk Wörth integriert, dass alle es einführen werden. Es wird spannend bleiben. Ich hoffe, man merkt, ich bin überzeugt, wir werden es tun. Mein Kollege ist auch überzeugt und die anderen 2, die haben wir bis Montagabend überzeugt. Vielen Dank.